geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video, wieder hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier in einem ganz unbekanntes Terrarium. Aber nichtsdestotrotz, Leute, heute bringe ich euch auch da draußen komplette Oldschool-Feelings. Zu meiner linken Seite darf ich erstmal begrüßen Sascha! Sascha! Zu meiner rechten Seite darf ich begrüßen Petreus Vieter! Ich wollte unter den Tisch kommen, aber die Zeiten sind vorbei. Also erstmal, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr erschienen seid. Wie findet ihr mein Setup hier? Ich finde dein Setup nicht schlecht. Glückwunsch zur neuen Wohnung. Tatsächlich ist das hier auch die Küche. Da ist die Küche, da ist mein Bad, da ist mein Schlafzimmer, da ist mein Wohnzimmer. Wie ist der Ton? Test! 1, 2, 3. Wir drehen heute, Jungs, eine Runde ganz, Fight ganz klassisch. Bro. Wer ist dümmer? Sascha, a.k.a. Don B. Oh mein Gott, ist das geil, diesen Namen nochmal so zu sagen. Hat Schätzfragen unter anderem auch kleine Minigames vorbereitet. Und wir müssen natürlich schätzen, wer näher dran liegt, der bekommt den Punkt. Wer weiter weg ist, der bekommt den Punkt nicht. Heißt, wenn man immer in der Mitte ist, hat man gewonnen. Oh, jetzt kommt er wieder mit seiner 111 und dann raste ich komplett aus. Easy. Du musst gut zuhören, ich stelle die Frage noch einmal, ne? Wie oft müsste man ein iPhone 14 aufladen, um den jährlichen Energieverbrauch eines modernen Kühlschrankes wie dem Bosch HGN 39XL.de auszugleichen? Was, Bruder? Sorry, ganz kurz, ich habe dort Modellname noch nicht ganz so verstanden. HGN 39XL.de auszugleichen. Das ist keine Fun-Frage, den Kühlschrank gibt's wirklich. Ja, dann schreib die Null auf. Wie soll ich eingeben, in Stunden oder in Tagen oder Jahr? Das ist so krass, er hört nicht zu. Wie oft müsste man ein iPhone 14 aufladen? Ich habe meine Antwort in Kilowatt angegeben, ja? Ich habe jetzt eine Antwort. Das Handy müsste theoretisch 1,3 Jahre am Stück Ey, ist es richtig? Ich habe das falsch verstanden. Nee, die Frage wurde so nicht gestellt. Wie oft muss man das Handy laden? Ich habe 1111 Mal. Ich habe 140.000. Dann ist tatsächlich der Gewinner Peter. Die Antwort ist 18.850 Mal. Ja. Ich dachte, wie lang damit der gleiche Verbrauch da ist. Dann sind wir uns einig, dass Spendi komplett am Thema vorbei ist. Warte mal, würde so ein Akku überhaupt sowas aushalten? Weiter geht's. Wie viele Erdnüsse braucht man, um ein Glas Erdnussbutter herzustellen? Das ist eine extrem gute Frage. Wie Erdnussbutter groß? 350 Gramm. Das ist jetzt die Frage. Das wird ja auch gemischt, ne? Die 350 Gramm. Da sind ja nicht nur Erdnüsse drin. Fertig, ich habe eine Antwort. Wer hat sie runter? 3, 2, 1. Ich habe meine Zahl, wenn ich keine Ahnung habe. 111 Nüsse? Ja, viel zu wenig. Oder das ist dann am Ende, ist es ein Mousse von so einem Klecks? Ich habe 1500 Nüsse. Okay, ich habe 1350. Tatsächlich hat wieder Peter. Nein, das kann nicht sein. Das ist alles Scam. Jeder Erdnüsse ist Scam. Es sind 540. Ich würde wohl 500 schreiben, Digga. Das ist viel zu wenig. Ich schreibe nur noch 111 auf. Ich schreibe jetzt schon 111. Ich habe die Antwort. Du hast noch gar nicht die Frage gestellt. Wie viele Eier legt ein Huhn pro Tag? Oh, das weiß ich aber. Kommt drauf an, wie man es füttert, oder? Ich glaube, das ist eine Fun-Frage von dir. Ich habe 0,65. Naja, kommt drauf an, was so ein Hahn da am Start ist, ne? Ich habe 4. Ich glaube irgendwie auch, das ist eine Fun-Frage und ich habe 0. Tatsächlich hat dann Sascha gewonnen, das ist ein Ei. Weiß man eigentlich. Oh, das weiß ich aber. Guck mal, ich will noch kurz hervorheben. Ich habe 0,65, weil vielleicht hat eins auch Verstopfung. Wenn man alle Legosteine der Welt gleichmäßig auf jede Person aufteilen würde, wie viele Legosteine hätte jeder? Ich habe eine Antwort. Nein. Ich habe eine Antwort. 3. Schimmer. Oh, das ist viel zu viel. Nein. Ich habe doch was hast eine Lösung. Was hast du? Ich hatte 500 Millionen. 50 Millionen pro Person. Bro, ich habe eine Villa aus Lego. Ich habe 200. Ich habe viel zu wenig. Ich habe 3. Tatsächlich hat in dem Fall Spendi gewonnen. Es sind 94. So knapp, Bro, ist es knapp. So knapp. Aber mit 50 Millionen auch nicht so. Bruder, also es tut mir leid. Der Typ führt. Okay, die nächste ist tricky. Wie weit kommt ein A320 mit einem Liter Kerosin bei Reisegeschwindigkeit? Also ich habe, was sagst du jetzt? Ich habe 150 Kilometer. Bro, 150 Kilometer. Ey, Brudi, ich bin neulich nach L.A. geflogen und brauche 8 Liter. Ich habe 150 Meter. Niemals. Halb Meter. Ja. Oh, Alter, du machst das nicht. Bist du bei 104 Turbinen oder bist du bei 2? Weil ich war am Anfang bei 4 Turbinen, aber es sind 2, glaube ich, A320. Okay, tatsächlich hat Sascha gewonnen mit 330 Metern. Ich dachte halt nur, dass der Start so richtig viel verballert. Und oben haben die halt so einen Schalter, damit er halt dann nicht mehr so viel verballert. Er hat mit der Physik gedacht, weil Flugzeug und Spendi ist immer noch so ein Mysterium. Wie viel Liter Blut pumpt ein Herz pro Schlag? Also wie viel Schlagvolumen hat ein gesundes Herz? Geile Frage. Du hast gute Fragen heute. Die sind ganz hässlich, die Fragen. Warum, Digga? Was willst du von mir? Ich habe 1,3 Liter. Ich habe 250 Milliliter. Ich habe 0,7 Liter. Dann hat tatsächlich die Runde wieder einen Fehler. Warum? Es sind 70 Milliliter. Was? Nur? Ich wollte sogar meine 111 nehmen. Dann war ich mit 1,3 Liter ja ganz woanders. Sollen wir kurz ein Minigame einschieben? Ja, come on. Das nächste Minigame ist eigentlich super einfach. Und zwar übersetze den folgenden Satz auf Englisch. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Ein Spatz?
Spatz. Hast du schon mal Spatz als Vokabel gelernt? Nochmal kurz, den ein letztes Mal. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Fertig. Das letzte nochmal. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Spatz ist ein ganz tricky Wort. Also entweder ist eine tricky Frage, das Spatz heißt einfach nur Bird bei denen und die haben irgendwie gar nicht so die einzigen Dinge, aber ich habe ihn geschrieben, better to have a Spatz in the hand as a Taube on the roof. Komplett kacke. Leider muss ich sagen, dass ich auch da bin. Better the Spatz in the hand and not a bird on the roof. Okay, ich bin ganz woanders. Better a Spatz in the hand than a dove. On the roof. Ich glaube, der Punkt geht an Sascha. Ich kann es gar nicht übersetzen, aber ich glaube, Pitchen ist eigentlich das. Oh, stimmt. Aber ich bin, weißt du, was ich gedacht habe? An North dachte ich an diese Pflege, an dieses Pflegeprodukt, weil das Logo ist davon doch auch so ein Vogel. Better a sparrow in the hand than a dog. Oh, dog. Okay. On the roof. Ja, okay, der okay. Kann auch nicht gegeben haben. Okay, nächste Frage. Da geht es ein bisschen um Rechnen. Ihr dürft nicht so auf dem Papier rechnen. Ihr müsst den Kopf rechnen, einfach nur ausschalten. Okay. Wie viele Stunden schläft ein 80-jähriger Mensch bei 8 Stunden Schlaf im gesamten Leben? Nochmal, was willst du von mir gerade wissen? Ich check gerade. Ja, aber was rechnet ihr? Ich weiß nicht, wann man das rechnet. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich hab gesagt, Ruhe, jetzt. Nee, das ist nicht fair. Hallo, hallo. 22, 12, 14, 16, 12, 18, 8. Das ist nicht fair. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich bin fertig. Sascha darf anfangen. Kann sein, dass ich komplett, dass ich die Null vergessen habe. Ich hab 240.000 Stunden. Ich hab 400.000. Was? 11 Millionen. Oh, 11 Millionen Stunden. Die Antwort ist 233.600 Stunden. Boah, das ist fast eine Punktlandung, da stimmt doch irgendwas nicht. Ey, die nächsten Runden, die jetzt kommen, die müssen schnell gehen. Okay. Das ist eine leichte Frage. Wie viele Zähne hat ein Mensch? Hab was. Was hast du? Was hast du? Nein, du musst es sagen. Wenn du, du schreibst das nichts auf. Wenn du jetzt nicht geschrieben zeigen. Hast, dann musst du reden. Du musst zeigen. Du musst zeigen. 32, meine Damen und Herren. Nein, zeig. 24. Wie bin ich auf die 24 gekommen? Das ist eine gute Frage. 24. Wie viele Menschen leben in Penis-Cola? Was? Das ist eine gute Frage. Wohl in was ist das? Das ist ein Dorf. Peter, gerne anfangen. Oh, der schreibt so langsam. 111. Ich habe 13.000. 2.100. Der Punkt geht tatsächlich an Spendi. Es sind 8.210. Kenn ich. Ich fahre da schon ein paar. Okay, vorletzte Frage. Oh, stark. Können wir noch kurz Minigame? Komm mal. Überlege in 60 Sekunden ein Business-Konzept, mit dem du in einem Jahr 1 Million Euro verdienen kannst. Ist egal, was für ein Geschäft? Völlig egal. Völlig egal. 1 Million verdienen, das heißt nach Steuer. Ja, scheiße. Jetzt ja, du kannst jetzt nicht mit Koks herkommen. Nee, mit was anderem hätte ich jetzt angefangen. Testosteron, oder? Also unabhängig von, dass sie jetzt Personen öffentlich entstehen oder sind, würde ich einfach mal sagen, ich gehe ganz klassisch und auf fast schon, ich würde mal sagen, Scammer-Basis in den Dropshipping-Business rein, weil da kannst du das Maximum rausholen für komplette Billo-Ware. Und zwar gehe ich da auch direkt mit den Nasen Stripes. Weil ein Nasenstripe, wenn du eine Packung, die beinhaltet 30 Nasenstripes, die kostet dich, dann hast du hier und die gehen auch weg ohne Ende. Ich will nur noch mal kurz erwähnen, die Idee muss er schon mal gehabt haben, weil er kam auf die Idee, bevor die Zeit losging. Tatsächlich hatte ich was anderes, aber dann hieß es ja, man muss auf den legalen Weg gehen, ja. Deswegen hatte ich auch direkt Dropshipping im Kopf. Aber ich hatte halt ganz andere Sachen im Kopf, ne? Was denn? Ja, das will ich, darf ich jetzt nicht sagen, oder? Sag jetzt einfach mal irgendwas, was in deinen Kopf geht. Ich wollte gerade sagen, Falschgeld oder so ein Scheiß. Gutes Business. Ich bin ganz woanders, auch wo mein YouTube-Business nichts bringt. Ich bin in Venedig und ich werde in Venedig innerhalb von einem Jahr der bekannteste Taubenjäger sein. In Venedig hast du ein extremes Taubenproblem und ich werde es beheben. Ich werde am Anfang noch ein bisschen langsamer machen, mir den Namen machen und dann gegen Ende, wo ich den meisten Namen habe und Leute sagen, ja, wir brauchen den, weil da ja auch Anwohner sind, werde ich nach und nach die Tauben beseitigen, ohne sie natürlich umzubringen und berechne halt pro Taube und damit würde ich einen Millionen Gewinn machen nach einem Jahr. Das hat einen Punkt, der hat da was Neues, ne? Was sagst du? Ich sag, deins ist halt nicht innovativ, aber funktioniert scheinbar. Deins weiß man halt nicht, aber ist innovativ. Ich glaube, ich würde unentschieden machen. Hört nicht auf, innovativ zu sein. Hört auf mich. Ich zahle gar nichts. Ey, noch zwei Fragen. Wie viele Primzahlen gibt es bis 1000? Ich habe keine Ahnung, was eine Primzahl ist. Was willst du von mir jetzt? Ich schwöre, ich weiß nicht mehr, was eine Primzahl ist. Soll ich sagen, was eine Primzahl ja, ist? Eine Zahl, die sich nur durch sich selbst und eins teilt. Ach stimmt, das war das. Ja, nicht mal das, weil ich hat mir jetzt geholfen. Ich habe eine Antwort. 3, 2, 1. Du musst jetzt schreiben. 0. Was hast du? 10. Okay, ich bin bei 32. 111. Da geht der Punkt tatsächlich an Peter. Nein! Das kann nicht sein mit 111. 168. Ich hab's gewusst, ich hab doch nur ein bisschen, ne, Pokerface, die Sata. Bro, er fuckt so ab mit deiner fucking 111. Letzte Frage, bitte, ich hab keinen Bock mehr auf den. Letzte Frage, ganz easy. Wie groß war Jesus? Oh, das weiß ich tatsächlich. Ich bin sehr gläubig. Er war 1,78. Er war sehr klein, tatsächlich. Er war 1,66. 1,74. Okay, dann geht der letzte Punkt an Sascha. Er war 1,87. 1,87. Oh, 1,87. Das ist meine Körpergröße. Oh, das weiß ich tatsächlich. Jesus, oh, Jesus, oh. Dann ganz kurz einfach Punktestand. You know I gotta catch my fly.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst ein Video Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Peter vorbei, bei dem aktivsten Kanal. Ab Dezember geht's bei dir wieder los. Schaut bei Sascha vorbei, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle, oh mein Gott, längstes Outro, Digga, an dieser Stelle. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, macht's gut. Adiala, goodbye.